Wollen wir Bierdeckelchen einsammeln? Ja, gut, okay. Oh, das heißt, du gehörst nicht zu den Leuten, die sagen, ah, den habe ich mal geschrieben oder der wurde mal geschrieben und jetzt finde ich den eigentlich doof. Nein, der ist ja sondern super. Du singst den immer noch gern. Oh Gott, Gunther, wie würdest du Ina verführen? Würdest du ihr die Absätze ablecken? Nächste Frage. Gunther, was machst du, wenn dein Klo auf dem Hausboot mal verstopft ist? Pullerst du dann in die Elbe? Das tue ich sowieso. Wollte ich gerade sagen. Ganz ehrlich, tust du sowieso, oder nicht? Ja, das muss man doch. Ich kann doch nicht das ganze Wasser verbrauchen, nur weil ich da einen Strahl reinsetzen muss. Ja? Das lernt man natürlich auch am Hausboot ein bisschen ökologisch zu denken. Ja? Man muss ja auf dem Hausboot auch, denn die AA muss ja auch immer rausgebracht werden, oder nicht? Nee, so ist es. Ich habe so ein kleines Mini-Klärwerk. Ja? Was heißt da gibt das? Es auch, ja, da gibt es so ein Klärwerk, auch ganze Schiffe, die herumfahren in der Elbe, im Rhein. Meinst du, da schwimmen nur alte Bekannte im Rhein nicht mehr? Du kannst ja fast das Wasser trinken. Die haben alle kleine Mini-Klärwerke, habe ich auch. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Behälter und dann wäre alles drin. Ja, und das kommt ist einmal die Woche Methode, ja. Gibt es auch, ja. Du hast aber schon die neue Methode. So ist es. Okay. Auf was im Leben möchtest du nie verzichten? Auf meine Gitarre, auf Musik und auf Strom. Dass ich einen CD-Player anspreche. Ja, ist klar. Was so hältst du von Karin? Du suchst doch eine Frau. Wo ist denn Karin? Hier. Wo? Karin! Du bist Solo? Was sagst du denn? Ist aber extrem attraktiv, Karin. Gefährlich attraktiv. Aber so, ich schätze sie so ein, dass sie mit so einem Typen wie mir nicht klarkommt. Das wird, wie gesagt, grausam. Weil ich habe sie nämlich die ganze Zeit schon beobachtet, was sie für ein Gesicht macht. Bei jedem Scheiß, den ich erzähle, da... Also es könnte nichts werden, meinst du, Karin? Wie nein, siehst du das? Glaube ich nicht. Eher nicht? Nein, das glaube ich nicht. Das Boot ist nicht schlecht. Das Boot ist nicht schlecht. Was ist das für eine Antwort? Das Boot, das wäre dasselbe, wenn jemand sagt, warum hauen die Weiber von Dieter Bohlen alle ab? Die Villa ist doch nicht schlecht. Ja, irgendwas fehlt doch da immer. Ja, irgendwas fehlt doch da. Warum siehst du besser aus, als ich dachte, Gunther? Weil du nicht mehr säufst und nicht mehr rauchst vielleicht. Kann das sein? Hast du was machen lassen? Nein. Ja, ich habe hier hinten eine Schraube, die habe ich nicht angedreht. Gunther, kann ich dein Hausboot leihen? Ich will einfach mal raus. Nicht? Geht nicht? Nee, wirklich nicht. Wer kommt zurzeit unter deine Decke? Nur meine rechte Hand. Gut, das ist doch genau das richtige Stichwort. Der Doppelte bleibt jetzt so, höre ich, hä? Na, gucken wir noch mal. Weißt du, was so geil ist an dieser Sendung? Wenn ich irgendwo ein tolles Lied höre oder irgendwas Tolles sehe oder mitkriege oder mir jemand schreibt und sagt, ich kann toll singen oder Klavier spielen, dann kann ich einladen, wen ich will. Scheißegal, ob man ihn kennt oder nicht oder ob der Platten verkaufen muss oder nicht oder egal super, was. Ja.